Doch, jetzt aber. Hallo und guten Morgen, Freunde. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Grüß Gott allesamt miteinander. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ja? Ist mir ein besonderes Anliegen, dass es meinen Freunden, meinen Abonnenten gut geht. No coffee, no worky. Exzellent. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich diese Tasse mit Kaffee genauso hochhebe, wie ich ein Glas Bier auch hochheben würde. Aber seit der Geburt meines Sohnes Joffiel vor 2,5 Jahren trinke ich nicht mehr. Ja, kein Alkohol mehr. Das habe ich bei der Geburt von Joffiel, habe ich mir geschworen. Und ich habe mich auch dran gehalten. Ab und zu mal gibt es mal eine Ausnahme, aber das ist sehr, sehr selten. Ich habe vom Hammer gesprochen, von der brasilianischen Haushängematte. Habe gesagt, dass ich eine besitze, möchte euch die mal zeigen. Vor 4 oder 5 Jahren habe ich darüber mal einen Clip gedreht, wie baue ich das Hammer auf, ja? Wie sind die Abläufe, wie baue ich mein Biwak auf in Amazonien, im tropischen Regenwald. Und dieses Clip werde ich demnächst auch mal wieder einstellen, ja, damit die meisten von euch oder damit alle von euch das mal sehen, wie man im Urwald einen Hammer aufbaut. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, teilweise ein bisschen technisch mit den ganzen Knotenzeug und so weiter. Also hier ist mein Hammer. Ja, hier die Verknüpfungen, die Seile. Hier oben das Schreckdach, ja, Camouflage natürlich und das Moskitonetz. Ja. Also demnächst wieder mal ein Clip über, wie baut man Hammer auf im Urwald. Mal schauen, ob ich den alten noch finde. Ja, hier habe ich mal ein paar Notizen gemacht. Ich spiele mal ein die Skizze, die ich gemacht habe vom Berechnen der Flussbreite. Das haben einige von euch nicht verstanden, haben mich gefragt, Tom, mach doch mal eine Skizze, damit ich mir das bildlich vorstellen kann. Hier ist sie. Ja, schaut euch das Teil nochmal an. Ich werde jetzt nicht weiter kommentieren. Wenn ihr jetzt da Zweifel habt, wie es wirklich funktioniert, guckt euch den letzten Clip nochmal an, dann diese Skizze wieder aufrufen und hurra, die Gamsos kostet die Welt. Ich glaube, dann habt ihr das auch verstanden. Gut, sind wir wieder zurück, weg von der Skizze. Heute Nachmittag werde ich mal einen Clip einstellen. Das war der Clip, es war hart für mich, diesen Clip zu machen. Und es ging darum, warum ich die Fremdenlegion nach 17 Jahren Zugehörigkeit verlassen habe. Das war wirklich harter Tobak für mich, dieser Clip. Ja, ich glaube, der Clip dauert 7 Minuten. Ich spreche dann im Clip von 7.000 Abonnenten, aber den Clip habe ich schon gedreht, eben auch vor 5 oder 6 Jahren. Und da war ich psychologisch total aufgewühlt. Mal schauen, ob man mir das im Clip ansieht. Ja, gebt mir mal euer Feedback dann darunter, wenn der Clip hochgeladen ist und sagt, was ihr darüber denkt. Ja, gut, das wäre mal das eine. Jetzt kommen wir mal zum anderen. Kommt auch ein neuer Clip, bald ein neuer Clip. Weitergehen in dieser Serie. Meine erste Feindbegegnung, mein erster Shot fired on enemy. Ja, auch ganz interessant. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Was kann man essen? Heute die Tipps und Tricks. Das ist, was kann man essen und was kann man nicht essen im Urwald. Ja, so grosso modo würde ich sagen. Und bevor ich aber da mal reingehe, into the deep, eine kleine Anreiz für die Jungs im Busch, im Dschungel, ja. Besorgt euch Coca-Blätter. Coca-Blätter, die gibt's in Kolumbien, Bolivien und in Peru. Und damals hat man die auch in französisch Guyana. Ja. Die bewirken sehr vieles und es ist eine sanfte Droge, möchte ich sagen. Die bewirken, dass das Hungergefühl weggeht. Ja, da kannst du mehrere Tage damit aushalten, ohne essen zu müssen. Und die bewirken, ja, dass du nicht schläfrig wirst, du bist wach, du bist immer on wire, bist immer aufgeregt, bist immer voller Tatendrang und so weiter. Wie ich damals in Djibouti war, da hatten wir die Cut-Blätter zum Kauen. Cut, das kam aus Äthiopien, naja, in Guyana, da gab es die Coca-Blätter. Ja. Weil Guyana ist ja so eine wichtige Zwischenstation für den Traffic von diesen Coca-Blätter und siehe Kokain und so weiter, ich erspare mir den Rest. Also, gehst du in den Dschungel, vergiss deine Coca-Blätter nicht, holst dir einen kleinen Leinsack, da kommen diese Coca-Blätter rein, die sind so lang, hellgrün, rein in die Tasche. Ja, und immer wenn du irgendwo so ein mentales kleines Problemchen hast, ja, dann stopfst du dir die Coca-Blätter im Mund und kaust sie. Oder die Gamsos kostet die Welt. Ja, was haben wir hier noch weiter geschrieben? Genau, die Südamerikaner nennen das die Halipali-Sessions. Wenn sie Coca-Blätter kauen, Halipali-Sessions, ja. Gut, das ist eine gute Sache. Genau, Essen, es geht um Essen, es geht um Mahlzeit. Was kann man essen im Busch, was kann man nicht essen? Was sollte man nicht essen? Beobachte die Affen.
Beobachte die Affe, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ja, Affen gibt es da noch und nöcher. Und du wirst es hören, zum Beispiel die Brüllaffen. Die Brüllaffen hörst du auf Kilometer in der Runde, ja. Das ist Wahnsinn. Die veranstalten ein Konzert über deine in der Kanopee oben, da wirst du narrisch. Verrückt, ja. Gut, was Affen essen, das kannst du auch essen. Ja, also beobachte die Affen, wenn du siehst, dass die von einer bestimmten Fruchtsorte essen, bestimmtes Gemüse essen, bestimmte Blätter essen, in sich reinstopfen, genau das kannst du auch essen, gar kein Problem. Du solltest nur den Affen nicht essen, habe ich auch schon gesagt, ja. Also, was Affen essen, kannst auch du essen. Wenn du aber siehst, wenn Affen irgendwas meiden, wie die Pest, dann gehst du auch nicht ran, bitteschön. Es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass du irgendwas isst, was du nicht kennst. Also, was Affen essen, kannst du essen. Was Affen meiden, das solltest du genauso meiden. Ja, und das ist ein wichtiger Tipp. Das könnte dein Überleben sichern im Urwald. Ganz einfache Sache. Ja. Prinzipiell kann man sagen, wenn du Früchte siehst, die hell leuchten, grün oder hellgelb, und du siehst, dass da kein Vogel dran gewesen ist, dass da nichts angepickt ist, dass da keine Würmer rauskommen, dann lass das sein. Das kann giftig sein. Wenn sie jedoch angefressen sind, ja, ich sage mal so, das trifft immer auf 90% zu, dann kannst du das generell auch essen. Ich komme später nochmal drauf, wie man das testen kann. Aber man muss jetzt vorsichtig sein. Es gibt zum Beispiel in einigen asiatischen Ländern na, wie nennt man das? Diese Brechnuss. Die Brechnuss, das ist Strychnin. Das sind so kleine Früchte mit den Samen, und die Samen, die sind hochgiftig. Wenn du einen Samen von einer Brechnuss isst, ja, dann kannst du elendig verrecken. Und das sage ich jetzt deshalb, weil eben zum Beispiel Hühner und einige Vögel diese Brechnuss essen. Ja, heißt aber nicht, dass du die essen kannst, Beispiel mit dem Affen. Ja. Das heißt, Brechnuss, Strychnin, wenn du da den Samen erwischt, aus dem Mausende Gelände, du gehst nie wieder irgendwo hin. Ja. Das war das letzte Mal in deinem Leben, dass du irgendwas gegessen hast. Denn die Brechnuss, das ist Strychnin. Strychnin ist ein Gift. Du stirbst. Ganz einfach. Gut, das wäre mal der erste Tipp. Folgendermaßen, was kann man essen? Wenn du irgendeine Pflanze hast, irgendwie Blätter hast, irgendwie Früchte hast, was weiß ich, und du hast einen Zweifel, kann ich das essen oder nicht? Das erste, was du machst, du nimmst mal so ein Stück und riechst dran. Ja, zermalm das mal zwischen Daumen und Zeigefinger, und dann riechst du dran. Und wenn das pfeffrig schmeckt, wenn das schimmelig schmeckt, und wenn das irgendwie nach Moder schmeckt, ja, nach Moder schmeckt, dann lass die Finger davon, ja. Dann auf jeden Fall nicht essen. Das solltest du nicht machen. Wenn es jetzt nicht schimmlig schmeckt, nach Moder schmeckt oder nach Pfeffer schmeckt, ja, dann nimm ein bisschen von dem Zeug, hack es fein mit dem Messer, ja, gib ein bisschen Spucke mit dran und mach das so einen kleinen Brei, so ein bisschen Brei. Und diesen Brei, den schmierst du dir dann an der Innenseite der Oberfläche, alter, an die Innenseite der Oberfläche, ja, Innenseite deines Oberarmes. Und wenn das nach einiger Zeit anfängt zu brennen, wenn sich das rötet, wenn du dann eine Allergie drauf entwickelst, dann ist das nicht gut weg, kannst du nicht essen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann nimm ein Stück davon in den Mund und probier. Schluck dann runter. Ja? Und schluck dann runter. Wenn es im Mund schon bitter schmeckt, schimmlig schmeckt, nach Pfeffer schmeckt, schluck nicht runter. Ja? Aber wenn es eben nicht der Fall ist, weil du hast es ja vorhin schon gerochen. Es schmeckt nicht schimmlig, nicht pfeffrig, nicht nach Moder. Gut, dann machst du den Brei ran an den Oberarm, rötet sich nicht, kommt keine Reaktion, rein im Mund, mal probieren. Nicht schimmlig, nicht modrig, nicht, keine Ahnung, nicht nach Pfeffer, runter damit. Und wenn du nach einer Stunde noch am Leben bist, kannst du das essen. Nein, wenn dann nach einer Stunde alles gut ist, wenn du dich nicht erbrechen musst, wenn du kein schlechtes Gefühl hast, dann kannst du die Sache essen. Ja, also noch einmal, es war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Riechen. Riecht das komisch? Nein? Okay. Brei machen. Oberarm. Rötet sich das? Brennt das? Nein? Rein im Mund. Probieren. Wie schmeckt das? Schimmlig? Modrig? Schlecht? Nein? Oder bitter? Nein? Runterschlucken. Nach einer Stunde, eine Stunde warten. Wenn nach einer Stunde alles noch in Ordnung ist, dann kannst du das Zeug essen. Unbedenklich. Ganz klar. Die nächste Regel ist, in jedem Urwald, gibt es zwei Pflanzen. Das ist einmal der Bambus und es gibt Palmen. Ja, und was kann man von diesen? Im Urwald kannst du eigentlich überleben. Hast du diese zwei Pflanzen, da brauchst du gar nichts. Ist dann kein Survival, das ist dann All Day Life, weil du kannst nicht sterben im Urwald. Du hast Wasser und du hast diese beiden Pflanzen, Überleben gesichert. Also wenn du reingehst in den Urwald und du weißt, dass es Bambus gibt, Palmen gibt, und es gibt die dort, und du hast Wasser, Wasser hast du überall, ist ein Sterben eigentlich unmöglich. Ja? Denn du kannst das Wasser trinken. Achtung, Quecksilber, haben wir darüber gesprochen. Du kannst
von den Palmen die Palmenherzen essen. Wie man das macht, werde ich auch nochmal drauf kommen. Zum Beispiel die Palmenherzen von der Palme der Wasabi-Palme oder Wasai-Palme. Wasai, nicht mal Wasabi, Quatsch. Wasai-Palme. Und du kannst von dem Bambus die Bambussprossen essen. Wie die aussehen, das blende ich gleich mal ein. Also, Bambus, Palmen, Palmenherzen, Bambussprossen. Mahlzeit. Sehr gute Sache. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Wenn wir schon bei Palmen sind, es gibt den sogenannten Verde-Palmier. Den habe ich zum ersten Mal gegessen in Gabun, im Urwald von Gabun. Verde-Palmier, übersetzt heißt das, den Wurm der Palme. Ja. Und es gibt Palmen, da krabbelst du hoch, die sind 4-5 Meter hoch. Oben siehst du diese kleine Spreizung, wo die Blätter auseinandergehen. Gehst du rein, brickst ein bisschen auseinander, gehst rein mit dem Arm, holst den Dreck raus, da ist Erde drin und in der Erde sind Palmenwürmer. Die sind so groß wie der Daumen, weiß, weiß mit einem kleinen schwarzen Kopf. Ja, die zappeln dann so im Daumen. Dann nimmst du den Verde-Palmier in der linken Hand, mit der rechten Hand drehst du den Kopf ab, ran an den Mund und aussaugen. Easy going, ist überhaupt kein Problem. Das geht, das schmeckt gut. Unwahrscheinlich viel Eiweiß drin, unwahrscheinlich viel Eiweiß drin, was soll ich sagen? Ja, da isst du sechs so Dinger, da hast du dein Steak gegessen. Ja. Und diese Würmer gibt es fast in jeder Palme. Fast in jeder Palme. Also wer sagt, im Urwald geht es ums Überleben, naja, der war noch nicht drin. Wer sich ein bisschen auskennt im Urwald, hurra, die Gams, was kostet die Welt, easy going. Ja. Gibt natürlich auch andere Insekten. Also diese Palmenwürmer, die kannst du jetzt roh essen. Die anderen Insekten wie Regenwürmer, Raupen. Und Spinnen und so weiter, die solltest du grillen, weil da sind Bakterien drin, das ist nicht schön. Ja, aber die Palmenwürmer, da hatte ich noch nie ein Problem damit. Das war wirklich, ist eine schöne Sache, eine gute Alternative zum Steak, zum Fisch, wenn du keinen Fisch fängst. Oder wenn du gerade keinen Steak in der Pfanne hast. Fisch fangen, kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Was du nicht tun solltest, ja, deinen Urin trinken. Ich habe schon gemacht, aber das war auch Notsituation. Du solltest das nicht machen. Warum? Urin, das scheidet der Körper aus. Der Körper hat schon seine Gründe. Also trink kein Urin. Außer es geht wirklich ums Überleben. Ja? Urin trinken ist No-Go. Wenn man da immer Filme sieht, wie jemand beim Survival, eine Survival-Situation Urin trinkt, das ist Bullshit. Ja, das ist dann gestellt, das ist für die Kamera. Das machst du wirklich nur im Notfall. Im Notfall bezweifle ich, dass du eine Kamera dabei hast. Ja? Okay, hurra, die Gams, was kostet die Welt? No Coffee. No Rocky. Blut. Du solltest kein Blut trinken. Ja, Blut kann man trinken, aber wie gesagt, auch nur im absoluten Notfall. Im Blut sind Bakterien drin. Und das kann daneben gehen. Ich habe mal von den Legionären gesprochen, die halbrohes Fleisch gegessen haben. Naja, die sind gestorben. Ja, und da war vermutlich auch mit das Blut dran schuld. Also Blut kannst du trinken, magst aber nur, wenn es wirklich rangeht an die Wurst, wenn es ums Überleben geht. Ja, ansonsten Finger weg von Urin, Finger weg vom Blut. Ja, also wenn du einen Fisch fängst, Spinalkanalwasser kannst du trinken, ja, aber nicht das Wasser, was in den komischen Blasen, in den Gedärmen, in Innereien vom Fisch ist. Ja, jeder Fisch hat Innereien, wie jedes andere Tier auch. Und das solltest du nicht trinken. Also geh da nicht ran, mach das nicht, solltest du nicht machen. Ja, gut, gehen wir mal zum Fischfangen. Es gibt da zwei verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Ich blende euch mal die Bilder ein. Zum einen, wenn du einen Bach hast, kannst du auf der einen Seite eine Barriere bauen, auf der anderen so trichterförmig rein, damit so ein kleiner Kanal ist. Ja, ist dann quasi mit der Flussströmung, der Fisch kommt rein, kommt aber nie wieder raus. Abstand zwischen den zwei Abgrenzungen, vielleicht 2 Meter, hurra, die ganze kostet die Welt, fängst den Fisch. Oder du baust dir eine Fischreuse. Wie man die Fischreuse baut, da habe ich vor 4 oder 5 oder was, vor 6 Jahren, auch schon mal einen Clip darüber gedreht. Fischreusen habe ich sehr, sehr viel gebaut im Französisch-Guyana. Das ist eigentlich ein Erfolgsrezept, ja. Wenn du eine gute Fischreuse baust, ja, einen guten Köder hast, weißt, wo du die Reusen auslegen musst, ja, dann kannst du Fische fangen ohne Ende. Ja, wirklich Fische fangen ohne Ende. Wie gesagt, es gibt in amazonischen Regenwald einen Fisch, auf den musst du aufpassen. Das ist der Aymara, das ist der Wolfsfisch und der hat wirklich solche Zähne. Und wenn du dem begegnest, wenn du im Wasser bist, dann geh raus aus dem Wasser. Das brauchst du nicht. Ja? Der beißt dir dein bestes Teil ab, hurra, die Gams, das kostet die Welt. Das ist nicht schön. Ja? Also Fischreuse bauen kann man sehr gut machen. Dauert nicht lange, dauert eine Stunde. Da brauchst du ein Messer, da brauchst du so ein Stück Holz. Da brauchst du ein bisschen Liane, Spreizhölzer und so weiter und so fort. Das geht easy einfach. Wenn du einen Fisch gefangen hast, ja, dann geh hin zunächst Bambusstrauch, ja, säg dir oder hack dir ein Stück ab, so ein Stück,
Ja, die Bambushölzer, die haben ja so Kompartiments, so Unterteilungen. Ja, das sägst du ab, das gleich hinter der ersten Abteilung, wo dann geschlossen ist, 40 Zentimeter weiter, sägst du wieder ab, da ist dann offen. Jetzt nimmst du den Fisch, so wie er ist, den brauchst du nicht ausnehmen, ja, nur halt betäuben vorher, rein in das Bambusrohr, dann stopfst du da Blätter rein, das mit vorne dicht ist, und das Bambusrohr mit dem Fisch innen drin legst du dann in die Glut rein. Ja, lässt es 20 Minuten in der Glut, derweil kannst du was anderes machen, ja. Zum Beispiel deinen Kerzenhalter schnitzen, ja. Und dann, nach 20 Minuten holst du es raus, dann machst du das Bambusrohr, schneidest du auf, der längs nach, brichst auseinander und da ist ein herrlicher Fisch drin, ja. Ähnlich wie mein Kommandofisch. Geile Sache. Also geile Sache. Im Urwald kann man ganz einfach geile Sachen machen. Und wie gesagt, ich sag's gerne, ich sag's nochmal, wenn du in einem Gebiet bist, wo diese Anopheles-Fennel, wo es die Anopheles-Fennel gibt, die Stechfliege, die Malaria überträgt, die Malaria tötet, dann pass auf. Trage lange Kleidung, ja, und sei nicht unnötigerweise nachts unterwegs, denn die Anopheles-Fennel, die sticht nachts. Gut, ja, Bambusrohr haben wir gehabt, alles, was man hier so essen kann, haben wir auch gehabt. Es gibt eine unzählige Vielfalt von all dem, was man noch essen kann im Urwald. Ich belasse es mal dabei. Am besten ist, du hast einen einheimischen Führer, aber den haben wir ja nicht in der Survival-Situation. Ja. Wir hatten Spezialisten, zum Beispiel wie der Narcisse. Das war unser Ausbilder, oder wir hatten den Adjutant-Chef Lopez. Ja. Ja, das war ein Ausbilder vom Feinsten, von dem hast du gelernt jeden Tag. Jede Stunde, wenn du ihm zugeschaut hast, beziehungsweise rein im Wald bist du mit, von denen hast du ständig gelernt. Ja. Wahnsinn. Also im Resümee noch einmal ganz kurz, was man essen kann und was man nicht. Kokablätter dabei haben, immer deinen Beutel Kokablätter dabei haben, ja, hält dich wach, still den Hunger, ja, hurra, die ganze was kostet die Welt. Beobachte, was Affen essen, was die meiden. Meidest du auch, was sie essen, kannst du auch essen. Finger weg von Strychnin, ja, von der Brechnuss, von der allgemeinen Brechnuss. Gibt es aber nur in Asien. Ja. Dann, wie gesagt, wenn du nicht weißt, was du essen kannst, mal probieren, schmeckt das schimmelig, schmeckt das pfeffrig, schmeckt das modrig. Ja. Mal riechen, dann mal probieren, wenn es so schmeckt, nee, mach einen Brei ran. Testen, ja, Allergien testen, mal runterschlucken, ja, also ganz vorsichtig rantasten an das Biest, kann ich es essen oder nicht. Es ist einfach, aber bei den kleinen Mengen, die du da nimmst, wirst du nicht sterben. Aber es ist so eine Prozedur, da musst du eben durchgehen, ja. Dann Bambussprossen kann man essen, und die Bambussprossen, da möchte ich da nochmal dazu sagen, die wachsen zu Fuße der Bambusstaude. Ja, es sind so kleine, hellgrüne Sprossen, ja, die schälst du raus, ja. Kratzt du ein bisschen das Äußere, macht die Blätter ein bisschen weg, kannst du direkt essen. Palmenherzen genauso. Ja. Die Wasai-Palme, da musst du hochklettern, 4-5 Meter Höhe. Ja, oder die hackst du unten ab und dann schälst du die auseinander. Brichst du auseinander, brichst du auseinander, holst das Palmenherz raus. Ja, musst du mit dem Kupp-Kupp außenrum wegschneiden, hast du ein Palmenherz. Ja, die variieren von Fingerdicke bis solche Oschis werden das von der Dicke her, ja. Vom Durchmesser ist schon wahnsinnig. Kommt drauf an, wie alt die Palme ist. Dann gibt es den Palmen. Werdepalmier, den Palmenwurm, wie gesagt, den kann man essen. Regenwürmer und so weiter, anderes Ungeziefer, solltest du nicht roh essen, den kannst du roh essen. Ja. Und die anderen, die grillst du, schmeißt in die Pfanne, schmeißt in Feuer. Ja. Schmeißt in Feuer und so weiter. Bau dir eine Fischreuse. Fischreuse bauen, in einer Stunde hast du das gemacht. Auf Erfolgschancen, wenn die gut gemacht ist, liegen bei nahezu 100%. Was soll ich sagen, im Urwald Survival? Naja, du wirst überleben im Urwald, ja. Du hast alles, was du brauchst. Und dann eben kein Urin trinken, kein Blut trinken, keine Flüssigkeit vom Fisch, außer das Wasser vom Spinalkanal. Ja, das kannst du dann trinken. Und dann eben, ja, noch die Technik mit dem Fisch ins Bambusrohr rein, oben zustopfen, rein ins Feuer. Das ist eine herrliche Methode und es schmeckt auch noch geil. Und wenn du da noch Gemüse hast, ja, wenn du da Zwiebeln hast, wenn du da irgendwie was Zitroniges hast, stopfst ein paar Früchte, ja, stopfst du gleich noch mit rein, ja, und dann hast du ein hervorragendes Essen, was du natürlich im Busch auch essen kannst. Ja, und es gibt auch, ich weiß nicht, ob es hier Wild gibt, ich denke schon, Maniok. Maniok. Aus Maniok haben die Amerikaner, die Oyampis damals, mit uns Kashiri gemacht. Kashiri ist so ein Schnaps, ja. Haben die aus der Maniokfrucht gemacht. Maniok, das ist so Kartoffelart. Das ist die südamerikanische Kartoffel, kann man sagen. Und da haben wir das Kashiri getrunken. Wenn du da zwei solche Bowl trinkst, die musst du auf Ex trinken, da bist du platt wie eine, dann bist du besoffen, ja. Also Schnaps. Können die hervorragend machen mit dieser Maniokfrucht. Ja. Das heißt Kashiri. Habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, hervorragend.
exzeptionell. Das in Verbindung noch mit den Coca-Blättern. Hurra, die ganze groß die Welt. Bist du im Nirvana? Gut, jetzt lassen wir es mal heute dabei. Ich habe genug gequatscht. Und wie gesagt, all denen, die sich im Urwald begeben, wünsche ich viel Spaß, viel Glück, viel Erfahrungswerte da sammeln. Das ist unwahrscheinlich. Ist ein schönes Umfeld, ja. Und noch einmal, dieser Clip war für euch, wenn ihr etwas für mich tun möchtet, geht mal rein in die Beschreibung des Videos. Ja. Dort findet ihr den Link zum Beispiel für mein Buch hier, Survival für Anfänger. Ja. Besorgt euch das Buch, lest euch da mal rein, gibt viele wertvolle Tipps. Dann gibt es meinen Merch-Link. Schaut mal, was da so alles gibt in meiner Merch-Boutique. Zum Beispiel diese Tassen, hervorragende Tassen. Hurra, die ganze große Welt. Ansonsten wünsche ich euch allen Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Der Rest ist nicht wichtig. Gesundheit ist wichtig. Ja, der Rest kommt dann irgendwie von selber. Ja, Wohlstand braucht man nicht. Wir gehen raus in Urwald leben. Da braucht kein Wohlstand. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Amitié, Legionnaire.